Leute, was geht ab? Wir gehen wieder rein in Shorts. Let's go! Heute verschiedene Arten von Leuten, wie sie in 70 Jahren drauf sein werden. Ein Match mit Sarah. 73 Jahre alt. Eigentlich stehe ich ja nicht so auf Jüngere, aber warum nicht? So, heute. Der Influencer-Opa. Ein Statement-Video von mir. Viele haben es schon vermutet. Man sieht es auch ein bisschen. Ich habe körperlich ein bisschen abgebaut. Ich muss ins Altenheim. Ich muss ins Altenheim, yo. Der immer noch Sport durchzieht. Ich hoffe, so einer bin ich im Alter. Digga, ist ja mies staubig in der Umgebung, ne, Bro? Ne. Der immer noch mit seinen Jungs zockt. Ich hoffe, der bin ich erst recht. Und ich hab eine Ikone gezogen. Was hast du? Wen denn? Messi. Ich erinnere mich. Der war nicht schlecht früher, ne? Jungs, ich muss mal auf Toilette, ne? Ich bin gleich wieder da. Ein Glück gibt's den Online-Rentner-Modus, dass man 30 Minuten auf Pause drücken kann. Wo ist meine Cap? Meine Seiten sind nicht auf Null, die sind nicht fresh, so geh ich nicht raus. Ja, ich komm doch schon, ich hab sie gefunden. Komm mal auf so ein Video, weil er macht so coole Sachen. Wenn der stille Schüler den Lehrer hops nimmt. Alpay, okay. Kannst du mir vielleicht die Frage beantworten? Nein, kann ich nicht. Deshalb habe ich mich ja auch nicht gemeldet. Aber du meldest dich ja nie. Ich wollte dich gerade in den Unterricht mit einbeziehen, weil du nie redest. Nervig. Stimmt so nicht. Ich rede schon. Ich rede nur nicht mit ihnen. Bam! Wenn der stille Komplett zerstört. Ist so. Hey, wieso bist du zu spät? Mein Vater, der ist im Krankenhaus. Schüler nimmt Lehrer 100 Mal hops und er sagt gerade, mein Vater ist im Krankenhaus, deswegen ist er zu spät, okay? Diese Ausrede hast du jetzt schon 100 Mal gebracht und ich hatte immer wieder Nachsicht. Was hat denn dein Vater? Nichts, der ist einfach nur Arzt. Ab zum Rektor! Alles klar, so ein Ding ist das, ne? Ich muss hier den Schrank reparieren, weil irgendein Idiot Löcher reingemacht hat. Genau in die hässlichen Löcher bohren. Am Ende dann noch schön gerade schleifen, damit die Löcher nun so aussehen. Das Ding ist, jetzt sieht's halt von drinnen so aus, aber wen juckt's, weil man sieht's ja eh nicht. Anschließend war mein Plan, da so Holzdübel reinzuhauen, aber ich habe leider keine gefunden. Also musste ich mir was anderes einfallen lassen, um die Löcher zu verschließen. Ich muss aber zugeben, dass obwohl diese Lösung ziemlich genial war, sie mir nicht zu 100% gefallen hat. Einfach überstreichen in Weiß. Also bin ich wieder in meine Werkstatt und habe solche Dinger gefunden. Da habe ich mit dem dicksten Bohrer die Löcher vergrößert. Meine Idee war nämlich, dass diese Dinger jetzt so da reinkommen, aber sie haben leider immer noch nicht gepasst. Also habe ich die Löcher mit so kreisenden Bewegungen noch mehr vergrößert. Was verzapfst du hier? Repariert das Regal. Es ist mitten in der Nacht. Sieht doch gut aus. Nur noch das Kreppband abziehen und mit den kleinen Dingern die Löcher verschließen. Das ist das Ergebnis. Abgesehen von ein paar mini-kleinen Unebenheiten bin ich eigentlich mehr als zufrieden. Was soll ich denn jetzt von dem Video halten? Was haben die Leute in den Kommentaren geschrieben? Man kann die Löcher auch einfach wieder zubohren. Dazu die Bohrmaschine im Linkslauf mit passendem Zubohrer nutzen. Auch nicht schlecht. Der eine Kumpel, wenn er einmal gut spielt. Ey, Mann, Mist, Jungs, ich bin down. Ja, warte. Ach, Mist, ich auch. Gut, das war's dann wohl mit der Runde. Also ich lebe noch. Okay, liefst du und nimmst uns mit oder wie machen wir's? Ja, klar, kann ich machen. Jungs, ich lebe noch, was soll das jetzt? Ja, aber ob du noch lebst oder nicht, macht eigentlich auch keinen Unterschied. Ey, man kennt die, ne? Es gibt so die... Du hast so einen Kollegen, Mann, und du weißt genau, in diesem Game sagt der wird das safe nicht passen. Was? Ja, du bist ja nett und so, aber jedes Mal, wenn du dabei bist, spielen wir gefühlt mit einem Mann weniger. Na, das werden wir ja noch sehen. Oh, shit, er hat eine Ansage gemacht. Jetzt wird's ja doch noch spannend hier. Na und? Der ist sowieso in 2 Minuten tot. Ja, Mann, let's go! Wie war das? Ich höre gar nichts mehr. Ach, Digga, das war nur Luck und außerdem war das sowieso die größte Bot-Lobby. Das sagt der schon seit 10 Minuten tot ist. Ja, komm, scheiß drauf. Lass die nächste Runde suchen. Warum entscheidest du das eigentlich? Weil ich der Partyleader bin? Also ich finde ja, der beste Spieler sollte Partyleader sein. Und das bin ja wohl offensichtlich ich. Willst du mich verarschen, du kleiner Hurensohn? Ey, wenn jemand so abgehoben wäre, nachdem er so die ganze Zeit reinzackt, Leute, also das wäre was für mich. Da würde ich richtig aus der Haut fahren, ne? Die kenne ich mich auch selber. Aber ich bin meistens immer einer der Top-Spieler. Also nicht immer der allerbeste, aber einer der Top-Spieler. Ich würde sagen, Digga, in Gaming raff ich schon ordentlich was. Deswegen mache ich ja auch YouTube. Falls ihr mir das nicht glaubt, schaut Denome Descenders. Ich habe einen Fahrradsimulator gespielt, mir die verdammten Augen verbunden, einen doppelten Rückwärtssalto über eine Rampe über einen Zug gemacht und den gelandet und bin ins Ziel gefahren. Und das alles im Stream. Will ich nur gesagt haben, ne?
Also, ich will nicht pushen. Kennst du das auch? Ich stand morgens auf und wollte mir Cornflakes machen. Doch dann ist mir aufgefallen, ich hatte keine Milch, keine Cornflakes, keine Müll. Freunde, keine Perle, kein Geld, kein Job, kein Auto, kein soziales Leben, keine Hobbys, kein Talent, keine Zukunft, kein Leben, keine Liebe, kein Schwein. Und das nur, weil er Cornflakes essen wollte, ne? Ja, der kam, der war einfach da. Lass mal ein Lagerfeuer machen. Hier in der Klasse? Ja. Letzte Reihe in der Klasse. Ja, mach an, vertrau mir. Wow, warum wird das immer größer? Habt ihr da hinten ein Feuer angemacht? Ja, wieso? Warum schreit er so? Keine Ahnung, Bro. Wir grillen, wollen Sie auch ein Stück? Wir haben auch Schweinefleisch für Sie. Macht sofort das Feuer aus! Oha, wie undankbar. Egal, mach aus. Wir machen morgen ein größeres. Ja, wir zünden die ganze Schule an. Du übertreibst wieder, Mehmet. Beruhig dich bitte. Okay. Oha, der fliegt richtig gut. Ja, Mann. Ah, mein Auge! Das ist schon das zweite Auge, das er wegen dir verliert. Er soll sich nicht so anstellen. Mein Onkel war auch blind. Und er lebt immer noch irgendwie. Ja, Mann. Ja, oder? Egal. Mach mal ein Feuer an, aber richtig groß dieses Mal. Gian, das gibt 6 Wochen Nachsitzen. Herr Müller, ich bin hier. Sie gucken in die falsche Richtung. Ja, vielleicht, weil ich nichts mehr sehen kann. Okay, ist das jetzt meine Schuld? Ja, ist es. Jo, einfach der Lehrer. Umstrein, ich will schlafen. Ist er gerade eingeschlafen? Seien Sie bitte etwas leise, er schläft gerade. Junger Mann. Die Polizei? Was wollen die hier? Haben die von dem Fleisch gehört? Brat ihm mal ein bisschen Schwein, wenn wir noch haben. Nein, Herr Müller hat die gerufen. Sie kommen jetzt mit uns. Ist er gerade wieder eingeschlafen? Herr Müller, nicht so... Digga, Zian macht so random Videos. Ich denke immer so, wie random wird jetzt das Video? Dann gucke ich und dann... Dann denke ich so, okay, ja, das Thema, ja. Und dann wird es wieder richtig random. Auf einmal ist Polizei in dem Klassenraum. Jo. Wenn sich Türsteher irgendwelche Sachen ausdenken, wieso man nicht reinkommt. Ey. Nein, weiter wird halt nichts. Hä? Wie? Ich komm Club nicht rein. Ich hab sogar Hemd an. Wieso? Wegen deinen Schuhen. Ich bin zu sportlich. Keine Sportschuhe im Club. Kein Problem. Ich hab extra ein paar Anzugsschuhe dabei. Ja, aber deine Hose, ja, du hast Ripped Jeans an. Damit kommst du nicht rein. Es sieht assi aus. Kein Problem. Ich hab noch eine Jeans ohne Löcher parat. Ich zieh's kurz an. Ja, aber deine Frisur, ja. Keine Seiten auf Null bei uns im Club. Basta. Ah, okay. Ja, das sind die Regeln. Zum Glück hab ich meinen Barber dabei. Rafa? Ja? Mach mir einmal den GTA-Schnitt. Easy. So, fertig. Ach, danke. Ja, okay, aber du bist ein Typ. Typ, komm hier im Club nicht rein. Ach, kein Problem, ich identifiziere mich als Frau. Was? Du kannst doch nicht. Also... Was kann ich nicht? Nochmal? Du willst, dass ich sage, oder? Was denn? Du bist schwarz. Ja, da drin ist nicht die dunkle Seite der Macht. Du kommst hier nicht rein. Wow. Und jetzt? Ey, das Video war wieder sehr unterhaltsam. Ich finde, diese Töne, die er benutzt, dieses Puff, wenn er wieder so, ah, aber ich habe das und das. Ich muss sagen, dieser Stil in den Videos gefällt mir sehr, sehr gut. Hat auch nicht umsonst 233.000 Likes. Ich habe immer Bock, auch so ähnliche Videos zu machen. Ich will es natürlich auch nicht kopieren, ne? Aber ich kriege immer so Bock, wenn ich sowas sehe. Also Marvin, Digga, absolut Schatzi. Olaf, Habibi, warum ist alles so teuer? Merkel, meine Schwester, was meinst du? Wie, was meine ich? Hast du den Arsch offen? Döner teuer, Friseur teuer, alles teuer. Waller sogar kann sich keiner leisten. Was? Einfach mit AI die Stimme geklaut, ne? Wie krass ist das? Soll ich machen? Guck mal hier. Ich habe ein paar Cousins aufgetrieben, die dir ein Angebot machen wollen. Was geht? Alles fällt im Schritt. Also ein Stößchen auf die Möschen. Okay, und wer bist du? Wie? Wer bin ich? Ich bin Onkel Monte. Und jetzt halt ich mal fest. Olaf, ich gebe dir auf Ehrenbruderbasis 10% von Gönnergi ab. Dafür machst du den Döner wieder günstiger, ja? Wenn Onkel Monte bei Mehmet seinen Döner holt, soll der Preis stimmen. Siehst du, Olaf? Baba Angebot von meinem Bro Monte. Ich weiß. Montes Stimme auch geklaut. Ich weiß nicht, ob wir das als Bundesrepublik so einfach machen können. Olaf Abi, mach nicht diesen. Okay, ich lege noch eine Get-on-my-Level-Geschenkkarte für dich drauf. Okay, dann haben wir einen Deal. Die Get-on-my-Level-Sachen rocke ich privat eh schon die ganze Zeit. Kuss auf die Nuss für den Support. Wenn wir beim nächsten Mario Kart-Turnier noch einen Slot frei haben, gebe ich Merkel Bescheid. Sie soll dich mit reinholen. Habibis, lasst für Mama Merkel das Plus verschwinden. Also das Video ist cool. Aber ich finde es krass, dass man jetzt schon von 3 Leuten die Stimme geklaut hat und damit einfach ein Video gemacht hat, ne? Soweit ich weiß, wird das ja sogar bald so sein, dass man auf YouTube dann hier kennzeichnen muss, dass das ein AI-Video gewesen ist. Weil, Digga, das ist ja Wahnsinn, wenn man das mit meiner Stimme machen könnte, ne? Mann, das, was soll ich sagen, ey? Es ist manchmal auch schon ein bisschen beängstigend. Wenn man Dora schaut, oh yeah, ich bin bereit für das Video, Bro. Dora, hey, ich bin Dora. Wen juckt's? Heute will ich meine Mutter besuchen.
Willst du mir helfen? Nein. Was schaust du so, du kleine Kach? Ich werde dir nicht helfen. Braver Junge, supi. Ananasikim, hast du Schimmel in den Ohren? Ich habe gesagt, ich helfe nicht. Hey, hey, hör mal zu, du Kackgesicht. Sei noch einmal so frech, dann werde ich heute nicht meine Mutter besuchen, sondern wir werden einen Ausflug zu deiner Mutter machen, okay? Hast du mich verstanden? Okay, okay, ich bin ruhig. Bevor wir zu meiner Mama gehen, brauchen wir Map die Karte. Also, Map die Karte. Map die Karte. Lauter. Wenn du eingekackt bist und jetzt nicht sofort Map die Karte sagst, dann werde ich nicht nur einen Ausflug zu deiner Mutter machen, sondern auch zu deinem Vater. Okay, okay, Map die Landkarte, okay? Es heißt Map die Karte und nicht Map die Landkarte. Die Landkarte. Regie, wir werden jetzt deine Mutter besuchen. Let's go. Rip. Es gibt so richtig gruselige Videos auch von Dora Exe, so, ne? Das ist richtig crazy, Mann. Aber Swiper nicht klauen? Eigentlich habe ich den noch erwartet in dem Video. Dinge, die man beim Zocken mit den Jungs niemals hören wird. Mann, das Update lädt ja ultra schnell runter heute. Natürlich kannst du kurz 30 Minuten AFK gehen, um auf dem Klo aufs Handy zu gucken. Ich hab da gar kein Problem mit. Was hab ich bitte für ein Aim? Ich treffe ja heute alles. Oh, da vorne ist ein ganzes Team. Ah, da warte ich lieber auf die anderen. Das hört man safe nie. Nie im ganzen Leben. Alleine pushen würde gar keinen Sinn machen. Ja? Ja? Ja, Mann, let's go! Alter, das ist unser dritter Sieg in Folge. Wir gewinnen ja alles heute. Warte, Lukas ist online? Er hat gesagt, er kommt in 10 Minuten online. Und es waren? 10 Minuten? Also heute läuft das Spiel echt flüssig. Gar keine Lags, das hatte ich noch nie. Bro, was hast du bitte für ein Mikrofon? Deine Stimme ist ja glasklar. Was? Klar kannst du doch jemanden in die Lobby holen, den ich nicht kenne und mit dem ich noch nie ein Sterbenswort geredet habe. Gar kein Problem. Oh, eine Sekunde, Jungs, ich komme sofort wieder. Und da bin ich wieder. Sorry, dass ihr so lange warten musstet. Dinge, die man... Also, da waren Sachen dabei, bodenlos. Das würde man im nicht mal... Das gar nicht. Null. Hab ich irgendwann mal gesagt, das Game läuft heute richtig sauber und clean? Nie. Dinge, die bei uns zu Hause keinen Sinn machen. Erstmal, die Überschrift macht keinen Sinn. Da steht Sim. Also geil, fängt ja schon gut an. Dass ne? wir zwei Spülmaschinen haben und beide ja. immer voll sind. Yo. Diese Klobürste, mit der man nicht mal ganz unten ankommt. Dass wir Nervig. So viele Kissen haben und sie jeden Abend alle runterschmeißen. Hat der für ein geiles Bett, Bruder? Müssen und jeden Morgen wieder rauf. Aber schlafen tun wir nur auf den. Wenn ich den Müll rausnehmen will, fliegt der ganze Mülleimer auseinander. Also Nervig. Muss ich ihn circa dreimal die Woche zusammenbauen. Dass wir zwei Ankleidezimmer haben, aber immer noch zu viele Klamotten. Das Haus ist so groß, dass wir vier Router brauchen und haben in manchen Ecken immer noch kein WLAN-Empfang, dass hier seit 2 Monaten irgendwelche Säcke rumstehen und keiner weiß, was da drin ist oder... Ey, das habe ich auch, Mann. 2 Kartons. Die stehen hier seit einem Jahr oder so. Dem die gehören. Das Garagentor funktioniert wieder nicht, obwohl ich es letzte Woche erst repariert hatte. Die Bewegungsmelder hatten immer Bewegung gemeldet, aber seitdem ich hier Kameras aufgestellt habe, plötzlich nicht mehr. Hier spawnen immer plötzlich irgendwelche Gegenstände, die ich noch nie zuvor gesehen habe, wie zum Beispiel das, das oder das hier. Dass meine Frau 3-mal denselben Rasierer hat. Ach nee, doch nicht. 8-mal. Dinge, die bei uns zu Hause... 8-mal denselben Rasierer? Yo! Okay, das ist krass, Mann. Ich weiß was! Das für ein Video, das ist meins! Alter, das ist ja eine krasse Technik. Jungs, wo wollt ihr denn alle hin? Alter, lass dich doch mal los, Mann, der will keine Haare schneiden! So dumm, das Video. Ich bin fertig. Nee, ich will auch nicht. Ja! Bro, guck mal. Wie, also, ich habe mich gefragt, wie ist es so weit gekommen, dass der Typ jetzt hier ein Video macht, wie er den, also, das macht, der macht richtig viele davon, wie er immer irgendwie so Schellen verteilt. Guck dich das an. Alter, das ist ja eine krasse jetzt. Technik. Jo. Ah, Mann, ich leite mein eigenes Video. Ist das schlimm? Hashtag Like in die Kommentare, wenn ihr es nicht schlimm findet. Ich fand das Video nämlich eigentlich ganz gut. Und ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe hatten das. Ah, Digga, wollen wir mal hier reingucken? Oh, das Video von gestern 370.000, muss ich ganz dringend los. Das Video hier hat jetzt, boah, nach 7,5 Stunden 130.000, Leute. Ist das stark oder nicht?
Würde sagen schon. Nein, Johnny und Jenny sind erst 10 Jahre alt, aber sie wissen einfach, dass sie verliebt sind. Eines Tages entscheiden sie, dass sie heiraten wollen. Also geht Johnny zu Jennys Vater, um ihn um ihre Hand zu bitten. Johnny geht mutig auf ihn zu und sagt: Herr Schmidt, Jenny und ich sind verliebt und ich möchte sie um ihre Hand in der Ehe bitten. Geil, dass der zum Faddy geht, mit 10 Jahren. Dem Glauben, dass dies das Niedlichste sei, antwortet Herr Schmidt: Nun, Johnny, du bist erst 10. Wo werdet ihr beide leben? Ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, antwortet Johnny: In Jennys Zimmer. Es ist größer als meins und wir passen beide gut rein. Immer noch denkend, dass dies einfach bezaubernd ist, sagt Herr Schmidt mit einem großen Grinsen: Okay, wie werdet ihr leben? Du bist noch nicht alt genug für einen Job. Du musst Jenny unterstützen. Wieder antwortet Johnny sofort: Unser Taschengeld. Jenny bekommt 5 Euro pro Woche und ich bekomme 10 Euro pro Woche. Das sind etwa 60 Euro im Monat und das sollte uns gut reichen. Inzwischen ist Herr Schmidt ein wenig schockiert, dass Johnny so viel darüber nachgedacht hat. Also denkt er einen Moment nach, um etwas zu finden, worauf Johnny keine Antwort haben wird. Nach einer Sekunde sagt Herr Schmidt: Nun, Johnny, es scheint, als hättest du alles perfekt durchdacht. Ich habe nur noch eine Frage für dich. Was würdet ihr tun, wenn ihr eigene Kinder haben wollen würdet? Johnny zuckt mit den Schultern und sagt: Nun, bisher hatten wir Glück. Klein Johnny und... Mit 10. Alter, was ist das wieder für ein Video, ne? Leute, Alter. 15, sag ich, unterste Grenze. 14, Ausnahme. Aber 15 ist so das Alter, ne, da sollte man über sowas mal... Ach, Digga, lassen wir das einfach. Auf den Boden, ganz ruhig, Mann! Ja, ja. Ah, keine Spitze! Verdammt, Marvin, die Waffen sind leer! Und du, heb alles ab, was du hast, los! Schneller, Marvin! Du, hol alles ab, alles! Marvin Thomas Junior Schmidt! Denker! Wieso sagst du meinen Namen? Ja, weil du nicht reagiert hast. Ich bin mittendrin, ich hab dich nicht gehört. Das lag an der Maske. Jetzt besser? Wieso ziehst du deine Maske ab? Alter, das sind die dümmsten Einbrecher der Welt, du, ne? Du hast nicht verstanden, hast du Dummkopf. Ich hab gesagt, ich hab unsere Patronen vergessen einzupacken. Was? Jetzt können wir den Leuten gar nichts tun, wenn sie nicht machen, was wir sagen. Bro, du hattest einen Job. Oh, fuck, der Alarm. Wir müssen los. Wo ist das Fluchtauto? Auto? Wieso Auto? Natürlich, wie sollen wir sonst abhauen? Du wohnst doch nur 3 Minuten weg. Adlerstraße 7, oder? Wie sie hinlaufen. Oh, yo! Was? Wieso sagst du das? Stimmt es nicht? Das ist das gelbe Haus im dritten Stock, oder? Oh, du kannst doch nicht in meine Adresse. Hände hoch, auf den Boden. Bro, endlich bist du da. Du bist festgenommen. Aha, und da ist wieder das mit dem Mund, ne? Das meine ich, diese Sounds, die er da macht, das finde ich so gut. Oh nee, mein Band aus der Sporthose ist fast raus. Oh nee, ne, das ist, das, Leute, das ist richtig nervig. Jetzt musst du so nervig reinschieben. Hi, kannst du bitte alle meine Termine für die Woche absagen? Es ist was ziemlich Dummes passiert. Schon nervig, aber so lange dauert es auch nicht. Hi, du, ich muss leider unseren Sommerurlaub absagen. Mir ist was ganz Dummes dazwischen gekommen. Es ist Februar, glaubst du echt? Und niemand erreicht dich, weil es besetzt ist, aber ich soll dir sagen, deine Frau ist schwanger. Oh, Glückwunsch. Jetzt schwanger? Das sind 9 Monate. Shit, sag dir, das geht sich zeitlich leider gar nicht aus. Was? Kannst du sie fragen, ob sie vielleicht so 11 bis 16 Monate schwanger sein kann? Ich glaube, dann werden wir safe. Was? Bist du verrückt? Ja, mein Band in der Sporthose ist halt raus und das dauert. Oh, sorry. Ich wusste es nicht, tut mir mega leid. Ich sag's ihr, das wird sie verstehen. Ich glaube nicht, dass sie es verstehen wird. Frauen, oder? Keine Ahnung, ich geh in die Garage. Echt? Ich komm mit. Weil sein Band aus der Sporthose gerissen ist. Also, nee, rein in diesen Bund. Man, das haben wir doch alle schon gehabt, ne? Das ist auch einfach so nervig. Ich muss aufhören, die Leute auf der Straße zu nerven, aber dieses Mädchen hatte so süße Schleifen in ihren Haaren, so überall. Ich musste sie fragen. Ich so, hey, von wo hast du die Schleifen gekauft? Sie so, Schatz, das ist Geschenkband. Wie bitte? Und damit kann man das hier zaubern und... Yo! Das sieht stabil aus. Ich zeig dir wie. Ich habe mir rotes Band gekauft, weil ich ja keine roten Nägel mehr habe und ich fühle mich nicht mehr ganz. Ich mache mir jetzt einfach... Hey, ich habe auch keine roten Nägel. Ich habe gar keine Nägel. Was soll ich sagen? Zwei Zöpfe erstmal. So, Nummer 1. Dasselbe auf der anderen Seite. Ich lasse noch so ein paar Ponys raus. Ich wünschte, meine Haare wären ein bisschen fettiger tatsächlich. Jetzt kommt der Main-Character. Ich weiß gar nicht, wie viel. Das zweimal. Da bin ich jetzt einmal gespannt, Leute, ne? Machen zwei Schlaufen und einen Knoten damit. Dann könnt ihr das Ganze einstellen. Das schneide ich. Stell mal vor, du schneidest aus Versehen noch dein Pony ab oder so. RIP. Haargummi ziehen, Schlaufe, Knoten. Ich sehe Loki aus wie Minnie Maus. Ein bisschen echte Haare sind auch mit abgegangen. Werde ich das jetzt jeden Tag machen? Ja. Macht gerne ein Foto, dann könnt ihr Santa zeigen, was ihr... Dann könnt ihr Santa zeigen, was ihr zu Weihnachten wollt. Das war schon, finde ich, das mit den Schleifen, das ist mal was anderes. Echt jetzt. Mein Chef, das läuft ja alles gut. Nein, oder? Schon wieder? Jo,
Gerüst auf der Baustelle ist bombenfest. Ja, wir müssen ohne Gerüst auskommen. Kipplaster läuft aber wenigstens. Ja, wir müssen ohne Kipplaster auskommen. Ja, aber die Jungs auf der Baustelle machen sich wenigstens. Ja, wir müssen ohne Jungs auf der Baustelle auskommen. Wir müssen mit allem ohne auskommen, ne? Ich fand das, als ich das erste Mal gesehen habe, ich fand das so witzig. Ich hätte es jetzt mal nicht liken, weil ich will auch nicht zu viele Videos von mir dann bekommen, ne? Mein Sohn, wir müssen dir was beichten. Jedes Kind hat gehofft, dass die Eltern insgeheim sehr reich sind. Ich weiß schon, dass du Mama betrogen hast. Was? Nein, das meinte ich nicht. Hoppala. Wir sind wegen einer anderen Sache da. Hör zu, wir haben dich die ganze Zeit angelogen. Ja, weil eigentlich... Wir sind reich. Was? Dein Vater hat 10 Milliarden Euro auf seinem Konto. 12 Milliarden, Schatz. Wieso habt ihr es mir nicht davor gesagt? Wir wollten, dass du eine normale Kindheit hast. Aber jetzt bist du alt genug. Oh mein Gott. Wir sind also reich. Ja. Mann, die ganzen Jahre haben die mich einfach angelogen. Steh aber jetzt auf. Du musst Schule. Was? Steh auf. Steh auf. Er schläft, er träumt. Hallo, steh auf. Steh auf. Hallo, Morok. Du musst Schule. Hast du 12 Milliarden auf deinem Konto? Nein! Och Mann! Ah! Ich habe jetzt 12 Euro im Konto. Aber minus. Es ist rot, dieser Saal. Oh, ja. Ich glaube, als Kind hatte ich auch mal so den Wunsch, ne? Boah, bitte lass meine Eltern, also meine Mama, mal richtig reich sein. Aber Leute, wisst ihr was? Jetzt kann ich selber sagen, ich bin auf dem Weg dahin, reich zu sein. Also mir um Geld keine Gedanken mehr zu machen. Und wenn man sich das selber erarbeitet, ist das eigentlich am schönsten. Und wie geht das? Indem man sein eigenes Business macht. YouTube oder, keine Ahnung, Onlinehandel oder sonst was. Alles Mögliche. Leute, das war's wieder mit Shorts. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Checkt natürlich gerne die Creator aus. Kuss, Kuss, Kuss. Dano out.